Sophia und ich habe heute einen neuen Vlog für euch mit so einem kleinen Live-Update, Challenge-Update. Ich zeige euch auch, was ich heute so mache und genau, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, denn ich wollte mein Mittagessen vorbereiten. Gefrühstückt habe ich schon. Ich zeige euch das aktuell eigentlich jeden Tag auf Instagram, was ich so esse und heute Morgen gab es Porridge, wie aktuell jeden Tag. Und zum Mittag wollte ich mir auch das gleiche machen wie gestern. Oh mein Gott, ich bin so unkreativ. Nein, also eigentlich bin ich gerade mega kreativ mit dem Essen, aber ich habe so Lust auf das Rezept von gestern. Ich habe ja ein E-Book gemacht für die Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber ich bin durch den Verzicht auf Milchprodukte und Süßstoff irgendwie mega kreativ geworden, nochmal so neue Sachen auszuprobieren und habe deswegen ein E-Book darüber gemacht und ich war richtig im Flow, deswegen ist es schon fertig. Das verlinke ich euch natürlich und daraus, ja, bin ich gerade total süchtig nach einem Rezept und zwar Hirsebällchen und deswegen werden wir die jetzt nochmal zusammen machen. Dann muss ich aber auch noch gleich zur Post ein Paket wegbringen von dem Easy Diät Buch, was ihr bestellt habt oder einer von euch hat es bestellt. Das bringe ich dann heute direkt zur Post und ja, Training steht auch noch an. Mal schauen, was es sonst noch so gibt und ja, ich würde sagen, ab in die Küche. So, hier seht ihr auch schon das Rezeptbild und das Rezept. Ich habe die Sachen aber schon mal rausgesucht. Und zwar haben wir hier einmal die Hirse, eine Karotte, Salz, Leinsamen. Oh, Haferflocken habe ich vergessen rauszuschneiden. Haferflocken brauchen wir auch noch. Pfeffer, Chili, Kümmel und ich mache heute noch ein paar Paprikaflocken rein. Und übrigens haben Daniel und ich uns schon ein bisschen länger eine zweite Challenge gestellt. Und zwar wollen wir nicht so viele Vorräte kaufen und erstmal so ein bisschen was aufbrauchen, wisst ihr, weil wir haben so einen Vorratsschrank und er wurde einfach so voll, Leute, weil irgendwie habe ich immer was gekauft, weil ich irgendwas Cooles gesehen habe und ich kaufe ja auch oft Food-Neuheiten und dann hat man irgendwie immer wieder was Neues im Kühlschrank oder beziehungsweise dann im Vorratsschrank und ja, ich bin echt anfällig für irgendwelche Nudelsorten oder so, wenn die irgendwie cool aussehen oder auch, dann kaufe ich Vollkornreis, dann habe ich aber noch anderen Reis zu Hause, wisst ihr, was ich meine? Und wir wollten jetzt einfach mal was aufbrauchen und wir sind eigentlich echt gut dabei. Und auch so Quinoa und so habe ich einfach en masse auf Vorrat gehabt und Chiasamen und jetzt wird das alles langsam aufgebraucht. Allerdings musste ich vorgestern auch neue Datteln wieder bestellen und neues Mandelmus und Cashewmus, weil ich das aktuell auch suchte. Und irgendwie ist es dann auch so, irgendwie will man dann noch seine Lieblingssachen wieder da haben, anstatt dann irgendwie was anderes zu essen. Aber gut, wir sind gut dabei, das wollte ich euch auch noch mal kurz erzählen. Und deswegen habe ich zum Beispiel hier auch dieses Salz und kein normales oder kein Himalaya-Salz, was ich sonst öfter benutze, weil wir haben mal solche verschiedenen Salzsorten bei IKEA gekauft. Und das ist jetzt das mit, wie heißt es nochmal, auf Deutsch steht Garlic drauf, Knoblauch. Aber es gab es auch mit Pilzgeschmack und mit, und oh, das klingt ganz, ganz falsch. Das war nicht dieser Pilz, das war ein anderer Pilz. Und nein, das waren ganz normale Pilze, Leute. Aber dann war das noch mit Barbecue- oder Rauchsalzgeschmack und normales Salz. Also eigentlich ist es ganz cool, weil das so Falksalz heißt, das ist so, ja, solche Plattenkristalle irgendwie. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Salz zu Hause und man braucht doch nicht 10 verschiedene Sorten Salz, sondern irgendwie ein oder zwei vielleicht höchstens. Ja, deswegen brauchen wir das alles auf, aber ich würde sagen, jetzt bereiten wir mal das Rezept vor. Kürbiskerne kommen da auch noch rein. Hier habe ich jetzt nochmal eine Möhre klein geraspelt und die Hirse habe ich jetzt so ungefähr an der doppelten Menge, vielleicht ein bisschen mehr Wasser aufgesetzt. Das lasse ich jetzt köcheln, bis es sich alles richtig vollgesogen hat und bis das so fast ein Brei ist und dann kommt dieses Gemisch dort rein. Und ich werde jetzt einfach mal Daniel beauftragen, dass er so ein bisschen auf die Hirse schauen soll, damit wir jetzt schon mal zur Post gehen können. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist mega windig. Es ist auch wieder richtig kalt geworden, leider. Also es war Anfang der Woche mega schön sonnig. Da saß ich natürlich den ganzen Tag schön drin und habe Videos geschnitten. Aber ich konnte das Wetter ein bisschen dann am Dienstag genießen. Jetzt ist es einfach wieder richtig bewölkt.
Ich bin wieder zurück von der Post und zeige euch mal, was jetzt aus der Hirse geworden ist. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Es ist also so ein klebriger Brei geworden. Ich gebe da jetzt noch einen Schluck Wasser hinzu und dann kommen diese Zutaten rein. Und diese Zutaten. Und das vermixe ich jetzt. Und jetzt forme ich daraus einfach so kleine Bällchen. Und am besten macht ihr die alle gleich groß, damit die auch alle gleichzeitig fertig sind beim Backen. So, ich habe jetzt hier nochmal die Zutaten für den Cashew-Minz-Dip. Und zwar habe ich hier einmal ein bisschen Cashew-Joghurt, Tahini, Pfeffer, Salz, Limette und frische Minze. Und das Ganze werden wir jetzt nochmal zusammen mischen. Unsere Bällchen sind jetzt auch fertig. Boah, richtig gut sehen die aus. So heiß. Leute, also wenn ihr das E-Book schon bestellt habt, dann müsst ihr diese hier ausprobieren. Bitte versprecht mir das. So Leute, hier bin ich wieder und zwar mit meinen Hirsebällchen. Ich habe hier noch so ein bisschen Salat daneben drauf gemacht. Hier habe ich noch die Soße. Dann habe ich noch was zu trinken, denn denkt dran, trinken ist wichtig. Hier habe ich noch den Rest Limettensaft reingetan und den Rest Minze, den ich über hatte. Dann schmeckt das auch ein bisschen nach was. Denn ihr wisst ja, ich verzichte gerade in der Challenge, die ich mit euch mache, auf Milchprodukte und auf Süßstoff. Das heißt, alle Energy Drinks und Softdrinks und Süßstoff im Kaffee und leider auch Proteinriegel und so fallen weg. Beziehungsweise viele Proteinriegel, manche haben ja auch keinen Süßstoff. Ich habe mir welche bestellt von meinem Protein, aber die habe ich alle schon aufgegessen. Genau, das ist also ein bisschen anders. Deswegen dachte ich, gebe ich euch einfach mal ein kleines Update. Aber irgendwie dachte ich so, wir machen das so Mukbang-mäßig, dass ich so dabei esse und wir quatschen ein bisschen. Aber ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, ich konzentriere mich zu sehr auf das Essen. Na gut, ich werde das jetzt eben aufessen und genießen und dann gebe ich euch ein Update. So Leute, ich habe es aufgegessen und oh mein Gott, es ist einfach so lecker. Ich habe gerade erst mal noch ein paar in der Küche gesnackt. Richtig gut, die kann man auch mega gut vorbereiten und so. Aber ich möchte jetzt über die anderen Sachen sprechen, die so passiert sind, denn es gab ja länger keinen Vlog, dadurch, dass es jetzt so viele Workout-Videos gab, also fast jeden Tag und es geht auf jeden Fall noch so weiter bis zum Ende der Challenge. Aber ich dachte mir, ich nutze den Tag heute einfach, um auch einen Vlog hochzuladen, damit ihr Bescheid wisst, wie die Challenge bei mir so läuft. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr das dort ja schon mitbekommen. Aber ja, ich finde es schön, wenn man das einfach nochmal so im Video hat. Genau, also mir geht's richtig gut mit der Challenge. Ich hätte es gar nicht gedacht, dass das so einfach ist. Also die ersten Tage waren mega schwer, das muss ich zugeben, weil sonst hat man so automatisch so seine Standardsachen, die man gegessen hat oder gesnackt hat. Und da muss man natürlich so ein bisschen gucken. Ich kann jetzt zum Beispiel keinen Süßstoff in meinen Kaffee machen oder keine Softdrinks trinken. Also ich esse, wollte ich gerade sagen. Ich trinke ja sonst ganz gerne mal Sprite Zero oder ein Energy Zero oder ja sowas. Benutze sonst Proteinpulver auch mit Geschmack und da ist natürlich auch Süßstoff drin. Das finde ich da jetzt nicht so schlimm, wenn man das mal benutzt. Also das werde ich nach der Challenge auch weiter benutzen. Ich mag das ja auch gerne, aber sonst die ganzen Softdrinks, das hat mich so ein bisschen genervt. Aber ich bin auch nicht so von alleine von weggekommen. Wisst ihr, was ich meine? Weil dafür war es zu einfach. Und klar, wenn man sich das mal gönnt, ist auch voll okay. Aber ich hatte jetzt einfach mal richtig Lust darauf, komplett zu verzichten. Und deswegen habe ich das ja auch gemacht. Und ich habe es ja auch richtig durchgezogen. Also keinen Süßstoffrückfall oder so gehabt. Ich habe ein, zwei Mal aus Versehen Milchprodukte gegessen. Und einmal für eine Challenge auf meinem Hauptkanal. Aber das fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Ich habe sonst keine anderen Milchprodukte gegessen. Und es funktioniert auch richtig gut. Das Einzige ist, wo man so ein bisschen gucken muss, ist halt Quark habe ich sonst benutzt. Whey kann ich auch nicht nutzen. Ich habe jetzt sogar ein veganes, geschmackloses Proteinpulver von MyProtein bestellt. Da ist dann auch kein Süßstoff drin oder so. Hat halt auch keinen Geschmack. Das wollte ich noch zum Backen verwenden, aber irgendwie bin ich da auch noch gar nicht zugekommen, wie das dann immer so ist. Und bin so kreativ geworden beim Kochen. Das E-Book ist dann ja entstanden. Das macht mega viel Spaß. Ich merke auch, dass
dass mir das jetzt auch gar nicht schwer fällt, weil ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich sonst eh sehr gerne gesund esse und das dann vor der Challenge einfach, ja, ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so die erste Priorität war. Genauso wie Sport, weil ich da sehr viele Challenges immer gemacht habe. Und ich habe ja auch gesagt, dass sie witzig sind, aber irgendwie wurde mir das dann zu viel und zu unbestimmt, wenn man dann so, weiß ich nicht, am Glücksrad dreht und dann erst weiß, was man essen muss. Wisst ihr, was ich meine? Dann kann man ja nicht selber entscheiden, was man isst. Wie gesagt, es ist manchmal echt witzig und auch für die Videos, die sind ja unterhaltsam, aber ich habe für mich persönlich einfach ein bisschen zu viele Challenges in der Art gemacht und jetzt habe ich mir auch schon viele Ideen aufgeschrieben, die ich für meinen Hauptkanal habe an Challenges. Nicht alle sind foodbezogen, aber es werden trotzdem auch viele foodbezogen sein. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, da wird also trotzdem weiterhin ganz viel Abwechslung sein. Und was ich mir jetzt für diesen Kanal hier gedacht habe nach der Challenge ist, dass ich ganz gerne so ein paar Workout-Videos weiterhin hochladen würde, weil ich einfach gesehen habe auf Instagram, dass euch das mega viel Spaß macht und dass ich euch auch motivieren konnte. Und da kamen wirklich so, so liebe Nachrichten und Kommentare von euch. Und das hat mich dann auch irgendwie motiviert, weil klar, wenn ich jetzt so die Klickzahlen sehe, Leute, alle, die den Vlog gucken und nicht die Challenge mitgemacht haben, warum nicht? Ich hoffe, ihr macht vielleicht noch ab und zu ein Workout, aber ich sehe ja einfach, okay, es interessiert vielleicht nicht so viele wie vorher, aber ich weiß, dass ich damit ein paar Leute erreiche und die dann auch richtig verändere und motiviere. Und das freut mich dann umso mehr, wenn ich dann wirklich, ja, das klingt so übertrieben, aber so ein Leben verändern kann oder jemanden dazu motivieren kann, sich zu bewegen und er dann wieder Freude daran findet. Und deswegen dachte ich mir, mache ich auf jeden Fall noch weitere Workout-Videos. Ihr könnt ja auch nochmal überlegen, also falls ihr noch keins davon angeschaut habt oder mitgemacht habt, überlegt euch das, vielleicht macht es euch ja doch Spaß, weil jetzt muss Daniel gerade telefonieren. Ich finde, wenn man erstmal so drin ist im Workout, auch im Home-Workout, dann macht das mega Spaß. Bei mir haben die Fitnessstudios jetzt noch nicht aufgemacht. Ich weiß, bei manchen haben die schon wieder so begrenzt geöffnet, dass man sich da so Slots buchen kann. Aber es ist nicht zu spät, falls ihr denkt, so, oh, es ist eh schon alles verloren. Nein, fangt einfach wieder an, täglich euch zu bewegen. Deswegen ja auch Get Active Challenge und so ein paar Workouts zu machen. Das bringt schon richtig, richtig viel. Aber die Vlogs werden demnächst auch wieder öfter kommen. Ich konnte jetzt noch nicht zusätzlich zu den Workout-Videos, die ich jeden Tag hochgeladen habe, noch Vlogs produzieren, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr geschlafen. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei Instagram. Irgendwie bin ich aktuell immer so, ja, mein Arbeitstag geht eigentlich von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts, weil ich irgendwie immer was für euch mache und Videos schneide. Das müsst ihr dann ja über Nacht rendern, weil ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Ich habe jetzt auch ein Mikrofon, neue Kamera. Der Qualitätsunterschied sollte bildlich auf jeden Fall da sein. Also auf dem Handy könnt ihr auch auf 4K umstellen. Und vielleicht klingt meine Stimme jetzt auch nicht immer so laut, weil das habt ihr auch öfter mal angemerkt. Aber ich muss auch sagen, dass ich sonst auch immer ziemlich laut rede. Genau, zurück zur Ernährung nochmal. Also ich fühle mich richtig fit mit der Ernährung, aber ich habe jetzt nicht so einen krassen Unterschied zum Beispiel bei meiner Haut gemerkt. Also heute sieht sie wieder richtig gut aus, aber vor ein paar Tagen hatte ich einfach so, also wirklich einfach so, ich habe nichts irgendwie anders gemacht, jedenfalls nicht bewusst, richtigen Ausbruch gehabt, dass wieder voll viel so entzündet war, zwar nicht unterirdisch, aber ich habe so leicht Panik bekommen, wisst ihr, wenn die dann erst immer gut ist, die Haut, und besser wird und dann wird sie plötzlich schlechter, habe ich so, oh mein Gott, was ist passiert? Mal schauen, wie das in 2 Wochen so aussieht, oder es sind noch nicht mal mehr 2 Wochen, bis die Challenge zu Ende ist, und ob meine Haut dann irgendwie noch besser geworden ist. Ich glaube, den Unterschied werde ich dann auch merken, wenn ich dann wieder so ein paar Milchsachen esse, wisst ihr. Wenn ich dann wieder richtig unreine Haut bekomme, dann merke ich ja, dass das wirklich einen Unterschied ausgemacht hat. Und workoutmäßig bin ich wieder richtig in meiner Routine drin. Also ich habe Bock, mich jeden Tag zu bewegen. Und irgendwie, wenn ich mir so denke, irgendwie heute mache ich mal einen Rest Day oder so. Bisher habe ich das nämlich nicht gemacht, ehrlich gesagt. Dann war immer so in mir, oh mein Gott, ich habe aber so Lust, mich zu bewegen. Und dann war ich jedenfalls mal spazieren oder habe so ein kleines Cardio-Workout gemacht oder so. Ich bin einfach wirklich wieder in meinem Workout- und Sportmodus drin. Und das hat mir wirklich in letzter Zeit so gefehlt, weil ich war immer mal drin
und dann wieder nicht. Und dann habe ich wieder ein Homeworkout gemacht und dann aber nicht so lange. Und sonst bin ich ja immer, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 Mal ins Fitnessstudio die Woche gegangen. Hatte auch natürlich dann einen aufgeteilten Plan. Also nicht jeden Tag Ganzkörper, sondern Oberkörper, Unterkörper. Und dann manchmal Bauch trainiert und so. Manchmal nur einen Cardio-Tag. Und von dem Pensum dann irgendwie wieder plötzlich auf Null zu sein und nur so ein paar vereinzelte, ja, so eine On-Off-Beziehung zu Homeworkout zu haben, sage ich mal. So war meine vorherige Situation, ist halt nicht das Gleiche. Und wahrscheinlich habe ich mich deswegen auch so ein bisschen seltsam oder so ein bisschen lost gefühlt, wisst ihr, was ich meine? Und ich dachte die ganze Zeit so, oh, die Fitnessstudios machen bestimmt bald wieder auf und das kann noch gar nicht mehr so lange dauern. Aber wir sind jetzt im April, Ende April, und die Studios haben immer noch zu. Und so langsam muss ich dann wieder meine Routine kommen. Und deswegen bin ich einfach mega glücklich, dass ich das jetzt mit der Challenge geschafft habe. Und ihr habt mich wirklich genauso motiviert wie ich euch, hoffentlich. Wenn ich nicht jeden Tag ein Workout-Video hätte posten müssen und dazu dann auch keine Workouts zusammenstellen hätte müssen, war das ein Satz? Ihr wisst, was ich meine. Also ich habe ja irgendwie immer Sport gemacht und war immer motiviert, für euch ein Workout zusammenzustellen und dann zu filmen. Und manchmal war das beim ersten Mal nichts, dann musste ich es nochmal filmen. Und deswegen war ich ja dann aktiv und jetzt bin ich einfach schon richtig in meiner Routine drin. Jetzt kann es auch so weitergehen. Und wie gesagt, ich hoffe, das habe ich bei manchen von euch auch geschafft. Ja, das war es jetzt auch eigentlich so zur Challenge, was ich erzählen kann. Ich will jetzt gar nicht weiter rumlabern. Trinkt auf jeden Fall genug Wasser und nicht nur Softdrinks. Das noch als kurzes Wort. Und ja, sonst gibt es auch noch ein paar Veränderungen. Ich nehme euch mal aus dem Stativ. Daniel und ich haben nämlich die Wohnung nochmal umgestellt. Ich zeige euch das mal ein bisschen, weil das ist nicht so aufgeräumt. Wie ihr seht, saß ich gerade hier vorm Fenster und in letzter Zeit haben wir gefühlt die Wohnung so oft umgestellt. Also ich hatte sie ja umgestellt, dann ist Daniel hierher gezogen, dann haben wir sie nochmal umgestellt und jetzt haben wir sie nochmal umgestellt. Und zwar seht ihr, ist jetzt in dieser Ecke oder an dieser Seite von meiner Wohnung oder Daniels und meiner Wohnung, ist noch ein bisschen ungewohnt, das zu sagen, ist das Sofa. Hier sind so die Fitnesssachen, damit die nicht dauernd mitten im Raum rumliegen. Ein paar Bilder, das kennt ihr ja schon von den Workouts, meine Gewichte. Hier habe ich dann übrigens immer meine Übungen aufgeschrieben, die ich mache. Ich spick immer, weil ich mir das nicht alles merken kann. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich gucke da so auffällig hin. Ich versuche es immer unauffällig zu machen. Genau, und hier ist dann mein Schreibtisch. Da stand ja vorher Daniels Schreibtisch. Aber dadurch, dass ich ja hier die Workouts drehe, haben wir gedacht, will ich ihn damit nicht nerven. Und deswegen steht hier jetzt mein Schreibtisch. Schon Video in Planung, nicht spicken. Und der Eingangsbereich sieht eigentlich immer noch ähnlich aus. Also hier hinten die Schränke kennt ihr ja schon, mein Schuhschrank. Aber hier steht jetzt die Malmkommode mit dem Ganzen. Also hier ist zum Beispiel ganz viel Filmequipment drin, Speicherkarten und sowas alles. Und hier unten, das ist ja meine Snackschublade. Oh mein Gott, habt ihr mein Knie gerade knackt? Meine Snackschublade ist es ja hier noch zwei Proteinsachen. Hier sind dann auch meine Snacks, die ich aktuell nicht anrühren darf. So traurig. Da lernt man auch mal wieder das ein bisschen mehr zu schätzen, dass man sonst immer so viele Snacks parat hat. Und übrigens, einen Tag, als meine Challenge gerade angefangen ist, habe ich Ferrero Rocher geschenkt bekommen. Ihr wisst, ich liebe die, aber die sind einfach direkt in die Snackschublade gelandet, weil Challenge Time. Und ja, der steht jetzt auch hier so im Eingangsbereich, weil er dann nicht mehr ins Wohnzimmer gepasst hat. Und jetzt haben wir im Wohnzimmer da eine richtig schön große Fläche, weil man das auf jeden Fall auch einfach für die Workouts braucht. Die Kamera steht immer so weit weg. Und wenn ich springe, springe ich manchmal trotzdem aus dem Bild. Das tut mir dann auch wirklich immer voll leid, weil ich so denke, Mann, ich will doch jedenfalls ganz drauf sein. Irgendwie wird unsere Wohnung auf jeden Fall immer mehr zum Filmstudio, habe ich das Gefühl. Daniels Schreibtisch ist jetzt im Schlafzimmer. Es ist halt immer ein bisschen schwierig. Eigentlich soll man ja es möglichst trennen, dass man nicht im gleichen Zimmer arbeitet, wie man schläft. Aber bei uns geht es jetzt einfach nicht anders, weil die Wohnung ja relativ klein ist. Also wir haben 2,5 Zimmer und da kann man sich das leider nicht immer so aussuchen. Und solange das für uns funktioniert, ist es ja auch gut. Sonst haben wir nicht mehr umgestellt, aber mehr Räume gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Badezimmer kann man schlecht umstellen. Und genau, dann würde ich sagen, bearbeite ich noch kurz ein Video zu Ende, das Workout für morgen. Und dann werde ich direkt mal noch selber ein Workout machen. Da nehme ich euch dann mit. Und dann
werde ich wahrscheinlich schon Abend essen, weil es ist nämlich schon 16 Uhr. So Leute, ich bin ja noch am Video bearbeiten und ich habe mir gerade den Rest von diesen Bällchen geholt und snacke die jetzt einfach so als herzhaften Snack. Leute, die sind einfach wirklich so lecker. Ich weiß, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber sie sind wirklich gut. Schau mal, wer hier ist. Hallo. Mandy und Ellie, die gehen gerade Mandys Kochbuch nochmal durch. Und wir haben uns jetzt spontan türkisch bestellt. Ich habe mir jetzt einmal nur Tzatziki umbestellt, weil da ja Milch drin ist. Aber sonst geht das ja auch voll klar. Und wir hatten richtig Lust, was zu bestellen. Ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich mir hier so einen Hähnchenspieß bestellt. Da ist noch so Bulgur dabei und so ein bisschen Brot. Hier essen wir. Tzatziki ist bei den anderen auch noch dabei. Mandy, was hast du dir denn bestellt? Ich bestelle mir immer Beiti. Das ist irgendwie so ein Teigmantel mit... Ich glaube Kalbshackfleisch und hier ist auch drin. Ja, und Bulgur. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Und was hast du dir bestellt? Und so ein Hähnchen von diesem Kebab-Ding. Mhm. Von Hähnchenfleisch. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Und Daniel kriegt nichts ab. So Leute, wie ihr seht, bin ich wieder alleine. Ellie und Mandy sind jetzt weg und das Essen ist auch weg. Es hat wirklich sehr lecker geschmeckt und eigentlich wollte ich mit euch heute Abend wieder was kochen aus meinem E-Book. Und zwar die Proteinbowl. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, weil irgendwie kann man das mega gut für abends machen, weil da nochmal ordentlich Protein drin ist. Und man kann viele Sachen, die man zu Hause hat, so zusammen kombinieren und es schmeckt richtig gut. Aber jetzt haben mich Mandy und Ellie spontan gefragt, ob wir was bestellen wollen und ich habe jetzt nur darauf geachtet, dass ich kein Tzatziki esse. Ich habe zweimal Esme dafür bestellt und ich hoffe mal, dass da jetzt kein Süßstoff drin war, denn bei meiner Challenge kann man ja auch bestellen. Ich hatte jetzt Hähnchenspieß mit Bulgur, so das ist ja relativ gesund. War vielleicht ein bisschen fettiger als sonst, aber heute hatte ich wirklich Lust drauf und deswegen haben wir es auch bestellt. Und die beiden waren übrigens hier, weil die geschäftlich noch was mit Daniel zu besprechen hatten für das Kochbuch, also wundert euch nicht. Und eigentlich wollte ich vor dem Essen auch noch ein Workout machen, habe ich ja erzählt, aber das hat jetzt irgendwie nicht mehr gepasst, weil das Essen so schnell da war. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal verdauen, weil so direkt nach dem Essen kann ich irgendwie keinen Sport machen. Ich brauche dann immer kurz eine Pause. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal ganz schnell raus. Daniel ist auch gerade schon draußen spazieren. Ich gehe auch einfach mal eine Runde, weil ich heute nur einmal kurz bei der Post war und ich wollte nochmal gern raus. So ein bisschen Sauerstoff und frische Luft und ja, ihr wisst, einfach mal rausgehen. So, ich glaube, es ist ganz gut auch für den Kopf, wenn man das einfach mal macht. Und mal schauen, ob ich danach noch ein Workout mache. Also ich kann auch nach dem Abendessen noch ein Workout machen. Also ich bin nicht so ein Mensch, der dann sagt, okay, nachdem ich jetzt zu Abend gegessen habe, kann ich kein Workout mehr, bewege ich mich gar nicht mehr oder so. So Leute, Daniel und ich sind jetzt wieder zu Hause und ich werde jetzt noch einfach ein kleines, lockeres Workout machen. Ich habe heute auch überlegt, ob ich einen Rest Day mache. Dann dachte ich so, nee, ich habe eigentlich voll viel Energie. Und dann haben wir ja spontan Essen bestellt. Aber jetzt habe ich eben doch noch mega Lust. Es ist eben schon voll zur Routine geworden. Das war ja auch Sinn der Sache. Und deswegen mache ich jetzt noch einmal mein 5 Minuten Warm-Up-Video, mein 12 Minuten Ganzkörper-Workout. Je nachdem, wie ich dann drauf bin, mache ich vielleicht noch so ein kleines Cardio-Workout dazu, weil ich das so gerne mag. Und dann mache ich mein Cooldown- bzw. Stretching-Video. Und ich blende euch die Workout-Thumbnails mal hier ein, dann könnt ihr sehen, was ich mache. Ich lasse es hier nur so ein bisschen mitlaufen. Ihr habt die Videos ja eigentlich komplett. So Leute, heute ist schon der nächste Tag. Leider ist die Kamera ein bisschen früh ausgegangen, weil die leer war bei meinem Workout. Aber ich habe es auf jeden Fall noch durchgezogen. Und wenn man so ein paar Minuten trainiert, dann hat man irgendwie auch immer Lust, weiter zu trainieren. Und ja, jetzt habe ich gerade noch ein Workout abgefilmt und werde jetzt weiter das Video schneiden, nochmal rausgehen, das Wetter genießen. Heute ist wieder richtig gutes Wetter zum Glück. Und ja, dann hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Wie gesagt, es werden jetzt noch weiter ein paar Workout-Videos kommen, bis die Challenge zu Ende ist und dann wieder Vlogs, so wie ihr sie kennt und auch ein paar weitere Workout-Videos. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare, auch wenn ihr Fragen an Daniel und mich habt, weil Daniel und ich wollten noch ein Question-and-Answer-Video filmen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Challenge-Fortschritte auch gerne in die Kommentare, dann lese ich mir das durch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auch in der Infobox für das E-Book vorbeizuschauen, wenn ihr daran Interesse habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!
But don't you try to call me tomorrow.